Huhu, willkommen zurück in unserem verregneten Crowley Falls. Wir hatten das letzte Mal Regen ausgelöst durch eine Quest, die wir erfüllt haben. In dieser nicht vorhandenen Perspektive, die ich nicht weiter erwähnen möchte. Haha. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und da hat sich ein Gewitter angebahnt mit Blitz und Donner. Und nichtsdestotrotz will eine Krämerin zu uns und wahrscheinlich will die Zuflucht suchen vor dem heftigen Regen. Also bieten wir ihr doch mal Unterschlupf in einem unserer Häuser. Wir wollen heute es noch ein bisschen regnen lassen, weil wir das gerade so schön gemütlich finden. Und außerdem wollen wir für Pelzmäntel sorgen. Das heißt, wir müssen zuallererst mal Pelzmäntel... nee, nicht Pelzmäntel, sondern hier. Wir müssen eine Jagdhütte errichten, um Felle zu produzieren. Aber die können wir aber nicht hier machen, denn wir haben hier keine Fruchtbarkeit dafür, sondern wo können wir denn das machen? Hier, in Eulingen hätten wir Felle und da haben wir auch schon eine Eulingen? Ja, Eulingen, ach nee, das ist nur oh, das haben wir noch nicht. Gut, wir haben aber noch genug Möglichkeiten, Schiffe auch zu bauen. Ja, machen wir trotzdem hier. Machen wir trotzdem hier. Wie sieht's denn aus? Haben wir nicht noch ein Schiff? Ja, wir haben noch den Pottwal. Den Pottwal, den können wir dann ansetzen, hier Felle abzuholen. Also machen wir einmal eine Jagdhütte. Oder mehrere Jagdhütten. Da würde sich doch anbieten, direkt. Ja, direkt hier eine. Und dann direkt hier nochmal eine. Und dann auch nochmal direkt hier eine. Und hier. Das würde sich anbieten. Hier vielleicht auch nochmal. Es donnert immer noch gewaltig und blitzt. Hier vielleicht nochmal ein kleines Lagerhaus, dass das auch ausreichend ist. Hier haben wir schon angefangen, in Eulingen ein kleines Dorf zu bauen und eben Bauernarbeitskräfte. Und genau, hier haben wir noch nichts weiter gebaut. In Eulenreuth, da machen wir Paprika. Und hier wollten wir noch was hinbringen, genau. Und hier in Eulenfelde, das haben wir nur besiedelt. Da machen wir, glaube ich, aktuell noch nichts weiter. Es ist ziemlich leer hier. Aber hier haben wir ganz viel Öl. Ich glaube, hier wollten wir noch Öl machen. Genau. Gut, Felle. Also, jetzt wird es aber ein bisschen komplizierter, denn zusätzlich zu den Fellen brauchen wir ja Baumwolle, um überhaupt eine Schneiderei bauen zu können. Ja, und das heißt, wir müssen jetzt mal in die neue Welt hüpfen und müssen hier in Tukan für Baumwolle sorgen. Na, wir haben schon Baumwolle. Ah ja, das ist für die alte Welt. Das ist für die alte Welt, die Baumwolle. Wir können aber mal kurz schauen in der alten Welt, wie es da aussieht mit der Versorgung. Hier, in Kautzdorf, das haben wir ziemlich zu Anfang errichtet. Da haben wir alles eben freigeschalten oder weitestgehend freigeschalten, um Crowley Falls, unser Schwimmbauprojekt zu beginnen. Ja, dann können wir doch hier gleich noch eine kleine Einwohneraufgabe machen. Unsere Arbeitskleidung verfängt sich Tag ein, Tag aus in den Maschinen. Nachts sitzen wir dann da und nähen die Risse. Es wäre schon schön, ein paar von diesen tollen neuen Nähmaschinen zu haben. Ich bin nur ein kleines Zahn. Haben wir denn keine Nähmaschinen? Sie bedienen die ganzen Hebel. Eigentlich schon. Frage ist, ob wir auch genug Nähmaschinen haben. Anscheinend nicht. Wir haben nur zwei Nähmaschinen. Das ist aber nix. Aber wir haben hier Schnaps zumindest. Und auch alles andere. Alles außer Pelzmäntel. Warum haben wir keine Pelzmäntel hier? Weil warum? Wir haben eine Schneiderei. Und wir haben Baumwolle. Okay. Und wir haben aber aktuell keine Maschine. Oder zumindest zu wenig Nähmaschinen.
Schade. Aber ich... 4. Na, vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Wir brauchen ja nur 9. Eigentlich nimmt es ja zu. Eigentlich steigt es ja. Wenn hier nicht ein Schiff kommt. Oh, wo ist denn das? Oh nein, du lädst die mal wieder ab. Was gibt's, Boss? Ja. Hey, dann kannst du mal nochmal welche einladen. So. Prima. Haha. Sehr schön, das haben wir jetzt gut gemacht. Gut, wir wollten aber für Baumwolle sorgen. Und dadurch, dass wir hier in Kautzdorf, das lassen wir alles nur nebenbei laufen. Das dient ja auch unseren Einnahmen. Wollen wir in der neuen Welt also eine neue Insel erschließen. Und das heißt, na, wir müssen erstmal ein Schiff rüberschicken. Denn Papagu und Tukan ist nur für die neue Welt, für die alte Welt zuständig. Also erstmal ein Schiff. So. Kisten unter Deck. Den Pottwal, den wollten wir schicken und Felle rüberbringen. In Eulingen einladen. Felle in Crowley Falls ausladen. So. Halt. So, genau. Pottwal bringt mal Felle und können wir noch was anderes rüber transportieren? Holzbretter. Ja, aber wir haben ja hier 600. Wie viel Platz haben wir? 700. Das rentiert sich nicht wirklich. Das lassen wir mal so kaufen, würde ich sagen. Und ansonsten haben wir hier nichts weiter, ne? Was wir machen können. Problem. Ja. Nee, dann lassen wir das mal so. Gut, also noch ein Schiff in die Warteschlange. Oder überhaupt einmal ein. Machen wir mal gleich 2 Frachtschiffe. Und da schicken wir dann eins in die neue Welt, um eine neue Insel zu gründen mit Baumwolle. Das müssen wir zuerst machen. Was wir noch machen können ist, wir können die Universität in Angriff nehmen. Da fehlt uns nämlich nicht mehr viel. Das wird ja später alles wahrscheinlich verändert. Die Kirche kommt dann, glaube ich, weg. Und die Schule brauchen wir dann später alles nicht mehr. So, die Universität können wir auch bauen. Wo haben wir die? Oh, wir haben noch gar keine Universität im Pausenmodus. Ich dachte doch. Ach doch, wir haben doch hier die Universität. Natürlich. Universität von... Jawohl, wunderbar. Dann fehlt es jetzt eigentlich nur noch an Pelzmänteln. Ja, wie weit reicht die? Naja. Können wir hier noch für Straßen sorgen? Es donnert übrigens immer noch und gewittert. Ich würde ja fast vorschlagen, dass wir jetzt mal wieder schöneres Wetter kriegen könnten, oder? Ich denke, jetzt hat es genug geregnet. Wir sorgen mal wieder für Sonnenschein. Wobei, die Sonne scheint ja sogar. Ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören mit dem Regen und mit dem Gewitter. Die Sonne kommt wieder. Und... Oh, es hört nicht auf zu drücken. Ach doch. So fängt es an. Und hört es jetzt auf? Können wir es jetzt nicht mehr aufhören lassen? Das war doch die richtige Taste. Ja, jetzt hat es aufgehört. Es hat aufgehört zu regnen. Sehr schön.
Die Sonne scheint wieder in Crowley Falls. Und wir haben zu wenig Ingenieursarbeitskraft, weil wir... Warum? Wir haben doch noch gar keine Ingenieure. Was bauen wir denn schon mit Ingenieuren? Ah, Elektrizitätswerk, ne? Ja, das würde ich mal sagen. Müssen wir mal die Ventile. Pause machen. Das können wir uns ja noch gar nicht hier leisten. Dazu brauchen wir zuerst Ingenieure und dazu brauchen wir Pilzmäntel. Und dazu brauchen wir unser Schiff. So, was ist denn mit der Zufriedenheit? Rum. Ja, das müssen wir auch noch machen in der neuen Welt. Und Bier ist auch ein bisschen wenig. Wie sieht es denn aus mit der Bierproduktion? Ja, ist zu wenig. Und wie sieht es mit den Waren aus? Mit den da haben wir genug, da haben wir genug. Wie sieht es mit dem Malz aus? Da haben wir genau genug. Da brauchen wir also nochmal, ja, nochmal eine Melzerei können wir nochmal bauen, nochmal errichten. Das bauen wir am besten gleich hier mit rein. Ja, können wir hier einfach den Weg weitermachen. So. Nochmal eine Melzerei. Und dann... Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Nochmal... Brauereien. Ah, das würde sich doch anbieten, jetzt hier die Brauereien noch mitzubauen. Genau. Dann können wir hier zwischendrin... noch unsere Elemente setzen. Fässer würden sie doch anbieten hier, oder? Wir sind ja immerhin in der Brauerei. Ja, das ist doch schön. Wunderhübsch. Das heißt, wir müssten jetzt auch für genug Bier sorgen. Jawohl. Das sieht alles gut aus. Das machen wir zusammen mit Eulenreuth. Oh, da könnten wir aber auch schon wieder mehr gebrauchen. Wie sieht es denn aus? Da haben wir mehr, da haben wir mehr. Und Gulasch? Haben wir auch mehr. Ah, genau. Unser Seehund wollte hier. Einmal. Und dann bringen wir das mal rüber. Zum Horizont! Ja, können wir das hier ausladen und dann können wir das nur die Großkirche bauen. Und auch noch, würde ich vorschlagen, eine Konservenfabrik. Hier mit hin. Oh, wieso haben wir zu wenig Arbeiter auf einmal? Wir haben doch hier einen Pendlerkai. Haben wir hier auch zu wenig auf einmal? Oh, haben wir das letzte Mal nicht aufgepasst? Naja, gut, das lässt sich schnell beheben. Haben wir ein bisschen zu viel abgegradet. In unserem... im Eifer des Gefechts. Oh. Ah, das ist ja kein Problem. Wunderbar. Das haben wir gleich behoben. Ingenieure, die respektiere ich. Die sind schlau und bauen tolle Maschinen. Naja, man weiß nie, was als nächstes zwischen die Räder kommt. Okay, aber schön, dass du die respektierst. Auch wenn du nicht weißt, was zwischen die Räder kommt. Ein Rathaus, ach, das können wir doch eigentlich auch mal bauen. Dann schaut es nämlich auch schick aus. Haben wir da vielleicht schon irgendwas, was wir einsetzen können? Beeinflusst das Varieté. Wo haben wir denn unser Varieté? Ah, schade, das reicht genau nicht. Reicht genau nicht. Was wäre das gewesen? Unterhaltskosten. Reichweite des Marktplatzes. Das können wir mal machen. Und... oh, beeinflusst Wohngebäude. Bedürfnisbonus Markt. Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Hm.
Bedürfnisbonus Markt. Das ist dann einfach nur ein Bonus, oder? Ihr seid mit dem Markt ausgestattet, oder was? Okay, weiß ich nicht. Lassen wir halt mal drin, aber weiß ich jetzt nicht, was das bringt. Gut, wir warten auf unser Schiff. Dann können wir hier mal die Schule verschönern. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall Schaukeln hin. Einfach Schaukeln. Was für ein Problem gibt es hier? Das Lager ist voll. In. Oh, das ist ja in Kautzdorf. Oh, wir können hier noch Öl abtransportieren. Das ist ja gut. Wo haben wir denn hier Öl? Das Walross. Na, da können wir doch sagen, das Walross bringt... Nee, da bringen wir immer was rüber noch. Moment, wir müssen erstmal schauen. Nochmal Kautzdorf kurz gucken. Kautzdorf, wo ist denn da unser Ölhafen? Hier. Den erstmal noch ausbauen. So. Und dann... Ja. Dann machen wir die andere Route. Wo ist unser Öl? Hier, Eulingen. Das Lager ist leer. Ja. Das ist gut. Dann nehmen wir noch das hier mit dazu. Kautzdorf. Dann fährst du als allerletztes... Nee, als erstes nach Kautzdorf. Du musst nach oben. Dann nach Eulingen und dann nach Crowley Falls. Kautzdorf lädst du auch mal ein Öl. Ah, nee, das ist blöd. Weil... Doch erst nach Eulingen. Von Eulingen nach Kautzdorf. Eulingen nach Kautzdorf und dann nach Crowley Falls. Genau, dann lädst du hier schon mal den Anfangsbestand ein, was wir haben. Dann hier noch den Rest dazu, bis das eben voll ist. Ja. Das ist gut. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Öl. Und hier haben wir ja auch genug, ne? Ah, dann können wir hier auch mal noch upgraden. Und der Kampfkauz, wo ist der Kampfkauz? Hier irgendwo. In Uwefelde. Oh, Kampfkauz geht mal hier rüber. Segel! Hol mal bitte Holz ab. Dann können wir da noch nämlich noch das ausbauen, den Ölhafen. Genau, oder noch ein Öllager vielleicht mit herbauen. Einmal ein Öllager hier mit her. So. Ja. Und dann auch nochmal upgraden hier. Oh, da brauchen wir Stahlbeton auch noch. Gut. Okay, schauen wir mal, wie das funktioniert jetzt hier. Der Kampfkauz, der gibt mir bitte Bescheid. Dann in Cap Trelawney. In Crowley Falls, in Cap Trelawney. Hier könnten wir einen schönen Wegweiser hinsetzen. Das würde sich anbieten. Das passt hier gerade so gut rein. Dann brauchen die Kinder natürlich auch ein Plumpsklo. Aber das ist so. Hinterm Haus irgendwo. Könnte das nicht gedruckt werden? Nee, das gefällt mir nicht.
Was könnten wir da noch machen? Was haben wir da noch? Erweitern. Hier vielleicht einen Baum mit hinein oder irgendeine. Ach ja. Hier so eine Statue macht sich doch hier vielleicht auch ganz gut. Jawohl. Und dann natürlich noch einen schönen Baum. So. Jawohl. Und dann brauchen wir hier vielleicht auch nochmal irgendeine Statue. Das ist zu groß. Hm, das passt hier nicht unbedingt hin. Ein Löwe passt hier auch nicht unbedingt. Haben wir nicht noch eine andere Statue gehabt? Ich halte meine alte Mutter-Mission. Vielleicht noch einen Brunnen mit her. Ein Brunnen. Aber ich suche eigentlich... Ja, die hier wollte ich noch. Die stellen wir hier noch mit hin. Genau. Gut, und dann... Ja, ein bisschen Wiese und... Bäumchen. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ach ja, danke für die Erinnerung, aber das ist in Ordnung. Noch mal ein Baum. Ach, vielleicht überhaupt noch Bäumchen. So. Ja, das sieht doch schick aus. Prima. Hier wieder ein bisschen für Deko gesorgt. Das finde ich schick. Jetzt wollen wir mal alles löschen hier. Ach, die Musik ist auch so schön. Ist eigentlich hier jetzt schon ein Schiff fertig geworden? Nein, noch im Bau. Aber fast. Und wir wollten hier Holz und... Ach, wir können nur einmal Holz und... Naja, das geht ja schnell. Einmal rüberbringen, Holz. Ach, und hier wollten wir ja auch noch für... Ach, das brauchen wir hier eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir das hier nicht. Denn... Eulenhof, ich meine... Kautzdorf ist ja komplett versorgt. Oh, eine Aufgabe. Na, die machen wir doch mal zwischendurch. Diese Zahlen hier. Oh, er ist in Unterwäsche durch die Straßen gelaufen. Gott weiß, wie er überhaupt in diesen Zustand geraten ist, aber er muss aufgehalten werden. Oha. Dies wäre das Sahnehäubchen. Einen Irren müssen wir finden. Einen Nackten. Oh, hier ist er doch. Oder in Unterwäsche. Erfolg. Genau, was der Arzt. Oh, und wir haben hat. Eine Schatzkarte in der alten Welt. Und schon wieder eine Aufgabe gleich. Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst befreien? Wehe, ich sehne mich nach dem Landleben. Vielleicht nimmt mich ja irgendeine Bauernfamilie auf und teilt ihr schönes, einfaches Leben mit mir. Ich fürchte, mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter. Ah, wir müssen Bauern suchen. Einmal hier. Danke, vielen Dank. Gerettet, wirklich gerettet. Sie glauben noch nicht, dass die Arbeit so anstrengend ist. Wir haben Grund zum Feiern. Und wir haben ein Silberschild für ein Museum. Gut. Okay. Kampfkauz ist bereits drüben bestimmt, oder? Ei. Einmal Bretter abladen. Und dann bitte nochmal zurück. Und bitte dann nochmal Stahlbeton Schiff rüber. Vom Stapel gelaufen. Jawohl. Sehr schön. Mehr Druck im Kessel. Und zwar Häuptling. Nein. Das ist der Stachelrochen. Und der Stachelrochen
Der bringt mal bitte Baumaterialien in die neue Welt, damit wir eine neue Siedlung erschließen können, um Baumwolle zu produzieren. Einmal. Ach, wir haben hier gar keinen. Ach, ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch. Einmal hier rüber, bitte. Zum Horizont. Ja, dann können wir erst in die alte Welt wieder gehen und können den Kampfkauz noch mit diesen Materialien hier beladen. Segel! Damit wir zumindest hier einmal noch upgraden können. Genau. Wobei, das nimmt jetzt schon stark ab. Aber vielleicht, weil... Kiste unter Deck. Ach nee, das ist nur ein Frachtschiff. Oder ist eben, ist wohl gerade unser... Walross ist der, der hier ist. Ja, okay. Und hier haben wir auch genug, oder? Da brauchen wir unbedingt noch mehr... Lagermöglichkeit. Ach, jetzt fehlt genau eins. Ah. Na los, das werden wir doch jetzt hoffentlich noch kriegen, oder? Nein. Lädst du aus? Ja, komm, upgraden. Besetz die Station. Walros ist aber nicht unsere. Ja, ist nach Kaufdorf. Der kann gerade gar nichts weiter. Naja, ist egal. Da kommt ja dann bald unser anderes Schiff, unser anderer Öltanker, der hier in Kautzdorf was abholt. Sehr gut. Unser Kampfkauz. Wo ist der? Einmal ausladen. Dann hier auch einmal upgraden. Gut, das hätten wir auch erledigt. Dann unser Stachelrochen. Der soll Bauernmaterialien einladen. Erstmal das Wichtigste natürlich. Wir könnten gleich noch Dampfmaschinen mitnehmen. Weil wir ja auch die Baumwollplantagen, glaube ich, mit Traktoren ausstatten können, ja. Und dann bitte einmal in die neue Welt. Ist eigentlich egal, wohin. So. Gut. Dann erstmal so viel dazu. So sieht Crowley Falls jetzt aus. Es wächst und gedeiht. Ach, auch das mit den Handwerkerhäusern schaut schon richtig schön aus. Es schaut alles immer so schön aus. Und dann später, wenn es dann die Ingenieurshäuser werden und dann die Investoren und dann auch die Wolkenkratzer. Ach, gefällt mir. Ja, dann bis hierhin erstmal. Wir werden in der nächsten Folge dann hoffentlich die Baumwollproduktion in Angriff nehmen können, um Baumwolle für unsere Pelzmäntel zu organisieren und dann eben Pelzmäntel zu haben, um wiederum aufsteigen zu können. Freut mich, dass ihr wieder mit vorbeigeschaut habt, mit reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Alles Gute, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis dann. Tschüss.